Moin und willkommen zurück zu Zetas Factory, zu unserem heillosen Chaos hier. Und hier unsere ersten Foundations. Das hier alles muss irgendwie schön sauber da drüben hin. Die Fläche wird natürlich hinten und vorne nicht reichen. Unser Problem ist momentan bloß, der Beton, der hier kommt, ist viel zu wenig. Aber wir haben nicht mehr, das muss erstmal reichen. So, erstmal Fallschaden. Ja. Gut, schauen wir gleich mal, wie viel wir haben. 124, ja, 300 haben wir, das ist okay. Und dann mal schauen, wie wir das machen. Also ich glaube, wir bauen erstmal alles nochmal da oben hin und verbinden es dann. Das ist, glaube ich, das Beste. Jetzt gehen wir einmal außen rum. Dann fangen wir so langsam an. Eisenplatten. Okay. Ja, unseren Meilenstein müssen wir auch noch weitermachen. Gibt viel zu tun. Eisen, 100. Gut. Nehmen wir gleich einfach alles mit. Die Eisenstangen dürften es eigentlich reichen. Ja. Ortsschrauben. Ach, da haben wir noch welche. Ja, die reichen jetzt auch. Kabel. Haben wir eh genug, aber brauchen wir für diesen Lift. Nicht Kabel, Draht. Das hier ist Kabel. Ich will hier irgendwie nicht immer dahinter laufen, aber das snappt hier nicht so schön. Jetzt. Gut. Strom müssen wir uns auch kümmern, beziehungsweise wir haben noch so viel im Inventar, das reicht, das sollte dicke reichen. Gut. Wie machen wir das am besten hier, dass es schön ordentlich ist? Schmelzer. Ja, machen wir am besten gleich zwei Stück. Hier. Und hier. Kupfer. Kupfer. Dann. Oh, versteckte Eisenplatten. Mist. Das wäre ganz wichtig, wenn wir die mal irgendwann automatisiert bekommen. Ja. Ist aber auch kein Drama, die in der Hand zu machen. So viel braucht man noch nicht. Machen wir gleich mal, ja, 10 Stück, dann soll es erstmal reichen. Den Beton machen wir auch gleich weg, dass das Inventar sauber bleibt. Kalkstein. Gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das da oben machen. Am Ende werden wir es nochmal umbauen müssen, aber egal. Brauchen wir einen Konstruktor für so. Das müsste sich genau aufgehen, oder? Ja.
Ja, das schaut schon viel besser aus, wenn man das hier auf Fundamenten baut. Sehr gut. Dann machen wir hier Draht. Da drüben müssen wir auch Draht machen. Dann nochmal ein. Und mit dem machen wir dann Kabel. Genau. Und dann kommt hier. Was finde ich hier Lagerbox? Nee. Container hin. Ich würde sagen, wir machen das auf der gleichen Höhe, damit der Monk befriedigt ist. Strom. Geht das hier? Ja. So. Ach, da hinten sind noch welche. So. Genau. Dann könnte ich eigentlich das schon mal anstecken. Anschließen, besser gesagt. Splitter. Das ziemlich in der Mitte ist. So. So. Ah, das schaut doch perfekt aus. Genau im 90 Grad Winkel. Und hier gehen wir einfach da rein. Und dich schließen wir auch gleich da drüben an. Ah, die müssen wir noch befüllen, gell? Ja. Gleich alle drei. Reicht's nicht mal für alle drei? Nein. Ja, gut. Dann würde ich sagen, bevor wir das hier abreißen, lassen wir das leer laufen. Gut. Jetzt schauen wir mal, wie wir mit der Forschung weiterkommen, mit dem Meilenstein. Nichts reicht. Aber gar nichts. Scheiße. Okay. Ja, die Eisenstangen müssten aber jetzt fertig sein. Ja. Die Schrauben eigentlich auch. Ja. Die gehen echt schnell, die Schrauben. Hier sind die Kabel. Die reichen noch nicht ganz, aber egal, wir müssen eh nochmal hin. Bauen wir da oben gleich weiter. Den Kalkstein. Der kommt von da. Constructor. Es hat eigentlich wollte ich drei machen. Machen wir auch. So. So. Es fehlt schon wieder die Eisenplatten, die verstärken. Mist. Wie viel verarbeiten die denn? 45 pro Minute. Ich bekomme noch schnellere Förderbänder. Ja, dann sollte sich das ausgehen. Wenn wir alle beide auf ein Förderband legen, beide Minen,
und dann da oben wieder auf in zwei teilen. Das sollte funktionieren. Okay, verstärkte Eisenplatten. Die nerven mich jetzt schon. Und die brauchen wieder Schrauben. Aber. Und Eisenplatten, viel schlimmer. So, 8 Stück. Ich meine, ich bekomme sie wieder zurück, wenn ich es abreiße hier. Da geht das. Alles mitnehmen. Noch in eine Wand ziehen. Jetzt haben wir wahrscheinlich das Problem, dass wir hier in die Bäume reinkommen. Ich hoffe, wir bekommen die irgendwie noch weg. Konstruktor. So, dann Splitter. Das ist gut gemacht, dass man diese grünen Linien sieht, dass alles in einer Flucht ist. Das passt. Man kann da nicht drauf sprengen. Anlauf. Nee. Schade. Ja, so geht's nicht. Ja, okay, das ist ein bisschen gefriemelt, wenn man es schön haben will, aber ich will das so. Gut, jetzt müssten wir. Jetzt kapern wir das. Das Förderband und das andere kapern wir auch. Ne, das nicht, das hier. Und das hier. Jetzt möchte ich ja den Kalkstein im Inventar haben. Ja, gleich rein, weg. Das müssen wir mit dem Kupfer auch noch auf jeden Fall machen. Müssen nicht, aber ich habe keine Lust mehr, Kupferball mit anzumachen. So. Was kommst du dahin? Dann brauchen wir einen Fusionator. So, oder? Eisenplatten. Also, da muss ich mir irgendwas überlegen. Das kann ich abreißen. Die weichen ja nie. Gleich was sammeln. Es ist nichts da. Wenig. Biomasse. Bisschen Holz. Aber die Biomasse-Generator unten müssten ja gut voll sein. Obwohl auch nicht mehr. Ja, hier geht's noch. Ich lasse diese einfach erstmal auslaufen. Kurz ein bisschen Biomasse machen. Dass ich oben auffüllen kann komplett. Ja, das schaut gut aus. Sollte oben reichen. Eisenplatten. Aber ich will jetzt das Fließband da nicht einfach hochlegen, dann schaut's wieder scheiße aus. Das muss man irgendwie anders machen.
Definitiv. Das ist auch leer, das können wir wegmachen. Doof, dass diese Ständer immer stehen bleiben. Wir hatten doch irgendwo Förderlift, den ziehe ich jetzt auch mal. Nee, auf die 9. Das schaut irgendwie schon cool aus, aber irgendwie so lustlos. Mir das jetzt so. Und dann so. So. Und dann müssten wir doch das mit dem Lift. Wieder Fallschaden. So, ja. Taktisch gleich alles mitnehmen. Ja, der schaut auf jeden Fall besser aus. Gut. Und der Strom kommt weg, auch weg. Dass wir das gleich hochlegen. Irgendwie. Ja, das ist trotzdem volles Kabelchaos. Da muss ich mir irgendwas überlegen. Ja, das muss ich von oben machen. Wahnsinn, wie die Sonne blendet. Aber hört cool aus, wenn sie aufgeht. Und da ist eine blaue Schnecke. Die will ich auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, ob wir das hier auch noch alles voll machen. Mit Fundamenten hier, dieses Eck. Ich glaube schon. Dann kommt das. Müssen wir erstmal testen, ob das funktioniert. Ja, man kann durchbauen. Schaut nicht wirklich schön aus. Fürs Erste reicht's. Dann braucht die auch noch Strom. Achso. Aber macht hier nichts. Doch Kalkstein. Kein Strom. Ach so, ja. Haben wir ja abgezwickt da unten. Also, nee, ich mach das gleich anders. Das schaut furchtbar aus, da dieses Eck mit den Masten. Und das habe ich auch vergessen.
bin mir aber nicht sicher, ob ich das überhaupt besser hinbekomme. Vielleicht so. Okay, dann hoch, das schaut besser aus, auf jeden Fall. Ach, jedes Mal außen rum rennen. Ich mach das jetzt hier. Na. Also diese Bumpen funktionieren nicht so gut mit dem Wandsnappen. Ja, so schaut das, glaube ich, besser aus. Und das gefällt mir aber immer noch nicht. Vielleicht mal irgendwann gerade machen, aber ist erstmal egal. So, ran. Tja. Das ist halt jetzt... Das hier auf die Höhe machen. Dann filmen wir das gleich auf. Mit Shift und Linksklick kann ich es auch gleich befüllen. Da macht er. Muss ich jetzt nicht reinziehen mit der Hand. Füllt er sich eigentlich auf? Ja. Das heißt, die zwei sind immer noch zu langsam für die eine Kupfermine. Okay. Aber fließt schön rein. Machen wir hier. Organisation. Ja. In der Mitte. So. Dann haben wir alle Container auf schön auf einer Höhe und müssen nicht mal rumsuchen. So. Ja. Jetzt habe ich die ganzen Eisenplatten nicht wieder verballert. Und ich brauche die doch eigentlich für den Weltraumlift. Ja, wie schön das reinläuft. Sehr gut. Oben reicht es ganz einfach, wir haben ja schon die Hälfte abgesteckt. Das geht ganz, ganz easy. Gut, wie viele Bahnen sind da noch drin? 11, dann kann ich das auch langsam abreißen. Dich nehme ich raus. Ein Kalkstein, ach super. Da kommt überall nichts mehr. Das heißt, ich kann das alles zurückbauen. Finde ich gut, dass man 100% der Materialien wieder bekommt. Kann man ein bisschen ausprobieren, ohne dass man Schaden davon zieht. So. Gut. Diese Füße nerven. Ja, schon wieder
eins mehr. Oder eins weniger, was hier unten für Chaos sorgt. Eisenplatten. Jetzt füllen wir mal die Eisenplatten auf. Sonst kommen wir ja nie dazu. Mal schon, hier sind gleich ein bisschen. Reicht nicht. Kabel sind oben. 18 Stück, ich mache die schon mit der Hand. So. Und los geht's. Milestone reached. No complex assembly of parts can now be automated. Project assembly parts can now be constructed and sent up via the space elevator. Note, project parts are too complex to produce by hand. Mhm, die sind zu komplex, um in der Hand zu machen. Haben wir was Neues? Fabricator. Kann ich gar nicht bauen, was brauche ich denn dazu? Fehlt Rotor. Aber gucke, der hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Und ihr braucht auch wieder vier von diesen acht von diesen verstärkten Eisenplatten da. Scheiße. Gut. Dann kann ich's da herstellen. Zwei Stück, was fehlt mir? Pff, viele Schrauben brauchen die. Oh Mann. Vielleicht dich. Weil ich Schrauben gehen schnell her. Hoppala. Falsch, ich werde es nie lernen. Ja, machen wir gleich mal für zwei. Und dann brauchen wir auch noch diese Eisenplatten. Wie viel? 8? 16. Oh, modularer Rahmen. Ja, es wird schon langsam komplexer. Aber es kommt immer noch Draht und Kabel, also obwohl die Kupferminen die erste war, die wo abgezweckt wurde. Ich komme hier nicht vernünftig hoch, unglaublich. Läuft es immer noch. Aber der ist jetzt halt leer gelaufen. Kann ich den abreißen? Dich. Der arbeitet noch. Gut. Darf er machen. Jetzt bauen wir mal Fabrikator. Ah ja. Eisenplatten und Schrauben. Mhm. Verstärkte Eis. Ach du Scheiße. Also ich brauche extrem viel Eisen. Okay. Was? Also. Jetzt muss ich mal nochmal. Eisen. Ich hab hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Also ich werde das eine Eisen. Nein. Ich würde sagen, die beiden Eisen da unten ziehe ich hier hoch. Und mache erstmal nur Eisenplatten, Stangen und Schrauben. Mit den beiden. Und mit denen da hinten dann die verstärkten Eisenplatten. Also dann nochmal Eisenplatten, Stangen und dann die verstärkten Platten als Endprodukt. Oh je. Gut.
Da werden wir richtig viel Platz noch brauchen. Gleich weiter. Bin ich mir auch gar nicht sicher, ob die drei Biomasse-Generatoren da hinten, ob die ausreichen. Das ist einfach hier nur so ein Dreieck aus Strommasten, die wohl gar keinen Sinn ergeben. Genauso wie der hier, der steht einfach da. Aber man kann drüber bauen. Fände ich jetzt eigentlich nicht so gut, dass man das kann, aber egal. Du kommst weg. Dann, tja, wie mache ich das mit denen? Ich würde sagen, oh Mann. Also die Bäume müssen irgendwie weg dann. Erstmal so. Mir geht schon wieder die. Mir geht alles aus. Eisenplatten und Beton. Aber Beton müsste ich jetzt eigentlich so langsam, aber sicher ordentlich bekommen. Wenn ich das wirklich nur für Foundations braucht, geht's, dann ist das okay. So, Eisenplatten. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir dieses ganze Eisenzeug nach da oben bekommen. In schön. Jetzt können wir gleich mal gucken, was wir Neues forschen. Oder haben wir eigentlich noch was bekommen? Nein. Hindernisbeseitigungs. Aha. Ich glaube, das ist. Das könnte hilfreich sein. Und vor allem der hier, der feste Biotreibstoff. Metallplätze, okay. Nehme ich gerne mit. Wir wählen es mal aus, aber ich stopf da noch nichts rein, weil wir brauchen das jetzt erstmal da oben. Ah, hier läuft es schon leer. Du hast auch aufgehört, dann kann ich dich abreißen. Fast 500 Watt ist drin. Mitnehmen. Gut. Das schaut schon etwas ordentlich aus. Die einzeln stehenden Strommasten halt, aber. Dann bauen wir das Eck hier noch fertig. Ich weiß bloß nicht, von welcher Seite ich mit dem Förderband kommen soll. Ich würde auch gerne von der Seite kommen, aber es ist halt übelster Umweg da unten. Das ist halt übelster Umweg. Ja, okay, aber. Nee, ich baue sie schon so hin wie da. Und dann kommen die da von der Seite hoch. Ah, was ist, wenn ich dann da weiterbauen will? Obwohl das ja gar nicht geht, weil ja die Dinger jetzt halt im Weg sind. Und die müssen ja da stehen, die kann ich ja nicht umbauen. Ich baue sie aus. Oder eine Etage hoch. Ja, alles nicht einfach. Gut, da brauche ich wieder Schmelzofen.
Dann machen wir. Wie machen wir das jetzt? Also ich würde sagen, wir messen da drüben von der Höhe. So. Nein, eins weiter vorne. Ja, wenn es nicht das gleiche Gebäude ist nebenan, dann bringt die Verbindungslinie nicht wirklich was. Ich glaube aber so, ja. Machen wir das direkt nebeneinander. Ich muss gerade nachdenken. Nee, so. So. Also die Idee ist jetzt, von jedem Eisen, Erz, jeweils zwei füttern. Zwei Schmelzer füttern. Und dann brauchen wir einen Splitter, den kann man ja genau so. Tja, jetzt habe ich wieder zwei Linien. Das passt nicht. Ja, ganz so gut funktioniert es noch nicht, aber besser als gar keine Hilfslinien, das wäre ja Katastrophe. Jetzt bin ich eins zu weit hinten, oder? Mann. Ja, wenn man, muss das schon ordentlich sein. Jetzt aber. Genau. Das passt, das passt. Schaut gut aus. So, und dann hier die Hälfte. Oder warte. So. Ja. Und da drüben. So vielleicht. Ist der gleiche Abstand. Ja, ich glaube schon. Ja, schaut gut aus. Dann runter. Und dann dahinter. Da werden mir die Eisenplatten für beide nicht reichen. So. Halbwegs schön ausschaut. So, doch, die könnten. Ne, die reichen nicht. Ich habe halt Angst, wenn ich jetzt halt hier unten das abzwick, damit nicht mehr reicht für die Konstruktion oben. Also, ich baue erst oben fertig und nehme das dann hier weg. Obwohl, das muss reichen. Ich riskiere es einfach. Egal. Wir haben halt jetzt keine Eisenproduktion mehr. So. Und so. Das schaut doch scheiße aus. Ja. Das hilft nichts. Ich will das ordentlich haben. Ja, so schaut's gut aus. Muss ich aber warten, bis der leer ist. Gut.
Und ich muss die ganzen festen, die Strommasten noch abreißen. Also, brauchen auf jeden Fall, voilà, nach jedem einen Constructor. Nach jedem. Und die waren. So. So, ja, genau. Gleich alles verbinden, weil nachher vergesse ich's und stehen wir dumm da. Auch hier die Zepter auswählen. Das ist mühselig, das bei jedem Einzelnen zu machen. Ich fände es cool, wenn man eins eingibt und der merkt sich das einfach, solange bis man es wieder ändern will. Gut. Hier machen wir Eisenplatten. Ja, würde ich jetzt auch einfach mal sagen, Eisenplatten, ich habe keine Ahnung. Stangen. Und Stangen. Dann brauchen wir noch einen. Der kommt dann. Nein, machen wir so. Platten. Platten. Und da drüben die beiden Stangen. Da kommt noch mal einer hin. Boah. Der müsste ja auch gleich hier irgendwo sein. Von der Höhe her. Das wird mir jetzt nicht mehr angezeigt. Schade. Ungefähr die Hälfte von der Foundation. So. Passt das? Ich will das schon genauer haben. Eins zurück. Schon. Schrauben. Du brauchst 10 Eisenstangen und wie viel kommen da raus? 15. Gut. Oder wir machen das ganz anders. Sicherung durchgerannt, muss ich gleich mal gucken. Nee, ist der Constructor. Machen wir so. Das ist ja viel zu nah an diesen Containern dran. Aha. So, dann machen wir hier zweimal Schrauben. Ich sehe mich gleich wieder abreißen, weil ich den Fusionator nicht mehr dazwischen bekomme. Ich verstehe auch nicht, warum ich das nicht weiter hinten gebaut habe, aber naja, ist süß. Ja, doch, geht. Ist das so richtig? Ja. Müsste passen. Dann machen wir das hier noch. Ah, top. Schaut gut aus. Und dann kommt es hier wieder zusammen und dann kommt es hier wieder rein. Dann habe ich halt sehr viele Schrauben, aber ist egal. Gut. Mal den ganzen Spaß anschauen.
Ja, wirklich aufgeräumter schaut hier unten noch nicht aus. Dafür schaut das hier schon wirklich, also das hier schaut nach Fabrik aus und das hier auch einfach vom Laster gefallen. Gut Leute, dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Schauen und tschö tschö.